Hallo zusammen. Ja, heute mal ein etwas anderes Video. Wie ihr seht, stehe ich hier doch ein ganzes Stück im Wald rein. Und zwar, um erstmal einen schönen Platz für die Nacht gehabt zu haben. Also ich war über Nacht schon hier. Und zweitens, um einfach auch mal zu wissen, wie die neuen Reifen sich so verhalten bei losem Untergrund, nassen, matschigen. Jetzt hier der Waldboden hoch, war gar kein Problem, entspannt im ersten Gang, so eine leichte Drehzahl und dann einfach hochgefahren. Es handelt sich hierbei um diesen BF Goodrich Bacher Champion in der Größe 215/65 R16 in der Schwerlastausführung. Das ist ein All-Terrain TA-KU2 Reifen mit dieser Schneeflocke und dem Bergsymbol, also als Ganzjahresreifen auch zugelassen. Was den Reifen an sich angeht, ich werde das jetzt über längere Zeit ausprobieren. Habe jetzt so die ersten 1000 Kilometer gemischt zwischen Landstraßen und Autobahnen. Vom Spritverbrauch kann ich es nicht hundertprozentig sagen, weil die Standheizung jetzt um die Jahreszeit auch ein bisschen läuft. Wir haben gerade Mitte November. Wann das Video veröffentlicht wird, weiß ich noch gar nicht genau, weil ich, wie gesagt, erstmal ein bisschen ausprobiere. Aber was ich jetzt schon sagen kann, ist, dass der Reifen weicher ist. Das heißt, so bei Spurwechseln und in Auffahrten oder Ausfahrten von Autobahnen in Kurven merkt man schon, dass das Fahrverhalten deutlich schwammiger ist. Wesentlich lauter als die Transporterreifen, die drauf waren, ist er nicht. Außer bei 70 hört man es ein bisschen mehr und ich würde sagen so bei 110 ungefähr. Alles andere darunter oder darüber nicht nennenswert, würde ich jetzt sagen. Da das bei dem Transporterreifen sowieso immer ein bisschen lauter war, von der Dezibelangabe der Hersteller hatte ich vorher bei dem Goodyear-Reifen 2 Dezibel weniger in der Messung. Aber auch das ist alles relativ, finde ich. Da muss sich jeder so sein eigenes Bild machen. Ja, und wie gesagt, Spritverbrauch, obwohl die Standheizung läuft, würde ich sagen, der ist nahezu identisch. Was aber auch jetzt über die Zeit sich erst wahrscheinlich noch zeigen wird. Und hier vom Untergrund, ihr seht es, es geht hier auch, ja, es ist schon so eine leichte Steigung. Ich würde sagen, irgendwie 8%, vielleicht 10%. Der Boden ist so leicht feucht. Und unter dem Laub auch ein bisschen weich. Und ich bin gestern Abend erstmal hier hochgefahren. Entspannt, wie gesagt, im ersten Gang. Mit einer angemessenen Geschwindigkeit, weil es auch ein bisschen ja, ins Dunkle schon überging. Und man muss ja auch aufpassen, dass hier nicht irgendwie Löcher sind oder sowas. Hab dann dort vorne feststellen müssen, da wollte ich nicht weiterfahren, weil es doch sehr zugewachsen ist und der Wagen nun mal nur Frontantrieb hat und ich mich, wie gesagt, an den Reifen erstmal langsam ranteste. War dann bis hier, wo man jetzt hier so ein bisschen die Spuren sieht und habe dann auf dieser Fläche hier gedreht und bin dann wieder runter. Das war alles mühelos machbar. Man hat gemerkt, dass der Reifen so richtig reingepackt hat in den Untergrund und darauf kommt es ja erstmal an. Und alle anderen Sachen werde ich jetzt weiter ausprobieren und dann hier festhalten, das Ganze zusammenfügen als ein Video. Das werdet ihr dann weitersehen. Um noch einmal kurz auf die Reifen zu kommen im Schnee. Man sieht, glaube ich, wie tief ich im Schnee war, da die Felge auch komplett voll ist. Und zwar bin ich einfach mal stumpf hier reingefahren, um zu wissen, was denn so passiert. Und ihr seht den Bogen, ich bin dort rum. Ah, ich glaube, so sieht man das schon ganz gut. Und dachte dann, ja, ich fahre einmal im Kreis und fahre dann hier rum wieder raus. So, nachdem ich aber bis hier gekommen war, ups, war hier vorne Ende.
weil ich da in irgendeine Rille gerutscht bin. Das ist die Stelle, wo im Sommer immer das Holz lagert, was ich natürlich jetzt aufgrund der Schnees nicht gesehen habe. Und dann war es eine ganz schöne Ackerei, hier wieder rauszukommen. Immer wieder vor und zurück, bis ich dann genug Schwung hatte, um da hinzukommen. Also so im richtigen Tiefschnee, Frontantrieb ist eh schon nicht so gut, aber dann diese Beef Goodrich Ganzjahresreifen sind hier definitiv an ihrer Grenze. Aber wahrscheinlich bei jedem Frontantrieb, auch mit Winterreifen, denke ich. Aber war ein Versuch wert. So, ich hatte ja das letzte Mal schon so ein Video gedreht, wo ich die BF Goodrich gerade neu drauf hatte. Und probiere seitdem ja immer mal wieder aus, wenn sich eine Gelegenheit bietet, das Ganze zu testen. Jetzt momentan haben wir so ein bisschen Schnee. Ich hatte schon einmal das Glück in Willingen, dass so 30 cm ungefähr lagen. Und da muss ich sagen, der Reifen an sich bei einer Geschwindigkeit von 30 km/h, da konnte man also am Berg ruhig durchbeschleunigen. Das hat er gut gemacht. Allerdings muss ich auch sagen, wenn man im Schnee stehen bleibt, der Reifen ist schon so, dass er dann nicht der gute Winterreifen ist. Das muss man einfach mal sagen. Der packt im Schnee, gerade so auf geteerten Strecken, wenn man anfährt. Man merkt schon, dass er ein bisschen rutscht. Diese Leuchten im Cockpit gehen dann auch schon mal an. Also man muss auch da mit dem Gasfuß doch vorsichtiger sein als beim klassischen Winterreifen. Aber im Großen und Ganzen, mit Vorsicht schafft er das gut. Jetzt hier schön zu sehen, wir haben hier ungefähr so 10-15% Steigung. Ich bin jetzt rückwärts mal hochgefahren, weil vorwärts klappt er einwandfrei. Rückwärts, wie ihr am Reifenprofil seht, gräbt er sich dann so ein bisschen ein. Ich habe jetzt auch hier, nachdem er zweimal oder dreimal gedreht hat, aufgehört und gar nicht weiter versucht. Aber ihr seht, glaube ich, ganz gut mit der Matschkante da vorne. So sieht man es besser. Wäre jeder andere Reifen wahrscheinlich gar nicht so weit gekommen. Und ich bin auch langsam gefahren, also nichts mit Hauruck. Und muss sagen, das kann der Reifen gut. Und wenn man jetzt ein bisschen Schwung hat im zweiten Gang, kann man durchaus auch hier oben einfach weiterfahren. Vorwärts. Ne? Rückwärts eher schwierig. Aber durchziehen tut er sich ansonsten schon. Also auch so muss ich sagen, bin ich im Moment von diesem Reifen sehr angetan. Bei gutem Wetter auf normaler Straße verhält er sich ein bisschen lauter, muss man sagen. Wobei das bei so einem VW-Bus relativ ist, weil ab 100 km/h sind die Windgeräusche so laut, da hört man die Reifen nicht mehr. Also im Großen und Ganzen auch kein Problem. Rasen tut man damit sowieso nicht. Aber ansonsten muss ich sagen, ich fahre den jetzt mit einem Reifendruck von 3,5 bar mittlerweile nur noch rundum. Habe mich da so langsam rangetastet und muss sagen, es fühlt sich sehr gut an, damit zu fahren und auch nicht problematisch, was irgendwie Haftung angeht oder sonst was. Ja, vom Verbrauch muss ich jetzt sagen, so die letzten 3000 Kilometer bin ich ungefähr 0,3 höher als sonst. Jetzt lief aber auch die Standheizung öfter und kaltes Wetter. Deswegen, das muss ich noch mal ein bisschen abwarten. Aber so im Großen und Ganzen bei normaler Fahrweise kein nennenswerter Unterschied. Für mich zumindest. Aber ich bin eh ein vorsichtiger Fahrer, was den Gasfuß angeht. Also daher vielleicht nicht unbedingt das Maß der Dinge. Aber wie ihr seht, jetzt hier so Forstwege, Waldwege, die verlieren schon so ein bisschen ihren Schrecken. Da kann man überall mal reinfahren, so wie hier auch. Man sieht es da noch ein Stück. Also das geht schon ganz gut. Ja. Ansonsten muss man einfach sagen, ist der Reifen ein bisschen gröber. Man merkt es beim Fahren auf glatter Straße. Aber im Großen und Ganzen einfach ein super Allrounder. Würde ich bis jetzt behaupten.